Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder Trashy-Zeit. Oh mein Gott, als der Hermesbote mir das Paket in die Hand drückte, es ist ganz schön schwer geworden. Genau, es geht um zwar um das, ja, es geht um zwar das. Es geht um das Trashy von uns, von dem Make-up-Messies. Genau, ja, ich glaube im wahrsten Sinne des Wortes, also irgendwie ist das Paket echt explodiert. Ja, wer ist mit dabei? Mit dabei ist Claudi von Claudis Welt, die Steffi von Steffi Loves Beauty, die Steffi von Schminky Eyes, Melli von Mello Flori und die Sabrina von Testabrinchen und meinerseits. Ja, habe ich noch jemanden vergessen? Ne, ich glaube nicht. Alle Mädels packe ich unten in die Infobox. Ja, und ich würde sagen, ich starte mal, ne? Ja, ich habe mir jetzt hier alles, was da drin war in dem Paket, das habe ich mir jetzt erstmal leer gemacht, habe ich mir jetzt hier schon neben mir, ich habe mir extra einen Tisch organisiert, neben mir drapiert, alles schön in Goodie-Boxen. Ja, genau. Ich würde sagen, ich starte, wobei ich hole mir, glaube ich, noch mal eben irgendwie, hole ich mir noch irgendwie eine Kiste, wo ich meine Sachen so, die ich mir rausgesucht habe, eben reinlege. Ja, Moment, ich muss mich noch ein bisschen organisieren. Ein Moment. Ich bin doch schneller als gedacht. Ich habe direkt mir so einen Deckel von so einer Pinkbox genommen. Ja. Mir dann die Sachen da gleich reinlege. So, womit fange ich an? Ich würde sagen, ich fange erstmal mit den Goodie-Boxen an. Da haben wir hier, die ist schon auf dem Kopf. Zack. Die erste Goodie-Box. Da gucken wir mal rein. Die ist schön schwer. Schauen wir mal. So. Was haben wir denn da? Da haben wir einmal ein Badekissen, ein Erkältungsbad. Dieses hier. Das gebe ich aber weiter. Mit ätherischem Eukalyptusöl und fliegenden Jojobaöl. Hergestellt in Deutschland. Oder? Ich tue es mal auf dem vielleicht. Weil bis zum Winter, so lange ist es ja auch nicht mehr. Ne? Und ja, wenn die Erkältungszeit bei uns so Einzug hält wie im letzten Jahr, sind wir eigentlich dauerkrank. Ja, so, was haben wir denn hier? Von Shiglim, eine Lidschattenpalette mit schönen Farben. Grün und Gelb, das gefällt mir gut. Vor allem die Grüntöne und so ein Orange. Ja, fängt schon spannend an. Packe ich mir mal auch mit in dem vielleicht. Das ist alles erstmal vielleicht. So, es geht direkt spannend weiter. Von Benefit. Ein Mini-Blush. Den Crystal. Crystal. Den hier. Schöne Farbe. Alles, was ich bis jetzt rausgenommen habe, geht schon mal erstmal auf vielleicht. So, ich nehme mal nächste. Was haben wir denn hier? Eine Skype-Maske. Ja, die geht schon mal direkt weiter. Ja, brauche ich nicht. Nee. Habe ich, je nachdem, was da so drin ist, kriege ich das nicht gescheit wieder von der Kopfhaut runter. So, dann haben wir eine Palette. Und ich glaube, die hatten wir letzten Monat, beim letzten Mal auch schon drin. Die Love und Letizia Lehmark, die Crystal Palette Volume 2. Die hier. Die ist ja eigentlich generell von den Farben her, finde ich die ja schön. Ne? Auch so mit den Grüntönen und dem Lila. Gefällt mir auch. Aber will ich die haben? Nein. Nein, ich habe die beim letzten Mal, habe ich die auch nicht genommen. Nein, ich bin jetzt. Nein.
stehen. Geht erstmal weiter. Dann haben wir hier nochmal was eingepackt. Das packen wir jetzt noch unten rein. Hier. Da haben wir die Altera Berry Crush Eyeshadow Palette. Die hier. Ich glaube, ich muss mir gleich mal mein Foto rausholen. Nicht, dass das nachher meine war. Die. Ich weiß nämlich nicht, ob ich meine noch habe. Weil die wollte ich nämlich definitiv auch aussortieren. Die Farben sind echt schön. Aber wird klar. Ja, die Farben sind echt schön. Aber ich kriege sie nicht aufs Auge. Ja. So beim an Swatchen an den Finger und so was. Alles wunderbar. Aber ich kriege sie nicht aufs Auge. Ja, da wollen sie nicht. Ich muss mir jetzt aber erstmal mein Foto, ich muss mal aufmachen. Ich weiß nicht, ob die von mir ist. Da ist kein Klebe drauf, aber der kann natürlich auch irgendwie mal abgefallen sein. Ich mache mir mal mein Foto auf. Einen Moment. Nee. Nee, sie war nicht von mir und daher darf sie dann weitergehen. So, und hier ist ebenfalls die Love Palette Letizia Lehmack und ja, die Volume 1. Den Schuh habe ich jetzt gerade mal eben da mal abgemacht. Und die hat die Farben. Ja. Auch schöne Farben. Aber die habe ich schon, so Farben. Da habe ich schon ein paar mehr von. Die gebe ich auch weiter. Machen wir hier wieder rein. Die erste Kiste. Die haben wir. Die lasse ich aber mal offen, weil da ist jetzt einiges ja erstmal rausgegangen. Ich nehme die nächste. Die ist auch so schwer. Diese hier. So, was haben wir denn da? Da kommt mir was vom Beauty Bay gegen. Eine Maske. Eine Clay Mask. Ich habe erst gedacht, das wäre der Reinigungsschleim. Eine Clay Mask. Ich benutze ja ganz gerne zwischendurch mal Clay Masken. Also dieser mit ja, so Tonerde oder sowas. Sie auch erstmal mit auf dem Vielleicht. Dann haben wir hier eine Schlafmaske. Ich schlafe ja auch mit Schlafmaske, also im Sommer, wenn ich das Fenster auf habe, weil es mir dann einfach morgens dann zu schnell zu hell wird. Aber wenn ich mir die schon so gegen das Fenster halte, ist die mir, glaube ich, zu hell. Und daher packe ich die in die Kiste. So, dann ist hier ein Duschgel drin von Axe. Dieses hier, das brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir hier auch gut eingepackt. Etwas von NYX und zwar ein Profiler Sense Filter. Ein Finish Puder, dieses hier in der Farbe Porzellan. Einmal auf. So sieht die Farbe aus. Ich benutze sowas. Ich nehme ja gerne eingefärbte Finish-Puder. Lege ich mir mal einmal mit auf. Vielleicht, weil ich im Moment sehr viele weiße habe. Nur noch. Und ja, von Altera ist das, glaube ich, benutze ich momentan eins. Da bin ich nicht ganz so glücklich mit. Das ist schön, aber irgendwie nicht so. Da bin ich nicht ganz so glücklich mit. Von daher, ja. So, dann kommt mir hier eine Palette von Anastasia Beverly Hills entgegen. Schauen wir mal, wie die von innen aussieht. Die Novena. Die hier.
mir ja letztes Mal schon zwei rausgenommen. Ne? Das sage ich euch mal. Die hier. Aber ich glaube, die gebe ich doch weiter. Weil hier sind einige Farben drin, die habe ich schon. Die habe ich auch in anderen Paletten. Wobei die echt schön ist. Ja, aber die gebe ich doch einmal weiter. Ich habe letztes Mal schon zugeschlagen. So. Und dann haben wir hier noch von Lotte London. Da ist das rosane Puder drin. Dieses hier, das lose. Ich habe ja die weißen etliche von. Rosa. Ich lese mal erstmal dahin, ich überlege mir das. Wobei, ich glaube, ich gebe das auch nach dem Weizen. Ja. So, ich gucke mal. Das passt nicht. Moment, ich muss ein bisschen umprobieren. So, die erste habe ich wieder zugemacht. Die geht zurück in den Karton. Und da kommt die nächste. Schauen wir mal da rein. So, das Axt geht in die Schublade. Da haben wir drin von Essence eine Palette, die hier, ich glaube aus der Reihe, war da mal eine LE oder war die im Standardsortiment, keine Ahnung, habe ich auch noch eine. So, und da sind die Farben. Die gebe ich aber auch weiter. Dann haben wir hier von CN einen Fußmousse Tropical. Auch das gebe ich weiter. Ich mag keine Fußcremes oder irgendwie sowas und dann auch bestimmt kein Mousse. Von daher, das darf auch weitergehen. Dann ist hier ja, von Brushworks so eine Massagebürste für die Kopfhaut. Ja, nee, benutze ich aber auch nicht. Dann, das ist von mir. Da ist hier von Isana so ein Hyaluron Haarserum. Ja, so nennt sich das. Mal gucken. Bumm, das war eine Flasche. Ich gucke gerade, ich gehe jetzt aus. So. Dann ist hier, was haben wir hier drin? Eine Palette, eine Lidschattenpalette von Revolution, die hier. Honey. Die Farben gebe ich aber auch weiter. Da einpacken. Okay. Die nächste Box. Das, was zurückgekommen ist, lege ich mir hier auch noch mal eben erst noch mit an der Seite. Dann weiß ich nämlich, was alles zurückgekommen ist. Weil das muss ich ja auch ersetzen. Na, also alles, was ich ja quasi rausnehme, ersetze ich wertgleich. Und eben halt meine Produkte, die wiedergekommen sind, muss ich ja dann auch ersetzen. Ja, tue ich mal damit rein. So, dann haben wir hier als erstes eine Fußcreme. Ja, hier von Okies. Habe ich ja vorhin schon gesagt, bei dem Fußmousse Fußcremes sind nicht so meins. Von daher geht die weiter. Dann haben wir hier von Maybelline eine Foundation in der Farbe. Welche bist du denn? Ziel Ivory. Die hier, diese 24 Stunden Foundation. Ist auch schon gebraucht. Ivory. Ivory würde eigentlich passen. Die Farbe sieht ganz gut aus. Ist auch schon gebraucht. Gut gebraucht. Die lege ich mir auch mal auf den vielleicht.
So, dann haben wir hier einen Nagellack von Sally Hansen. Denke ich doch, ne? Sally Hansen. Auf jeden Fall von der Form her. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Gebe ich aber auch weiter. Was da rein? Nö. So. Dann haben wir hier die nächste Palette von Tamtam Beauty The Classics. Die hier. Schauen wir doch auch mal rein. Mit den Farben. Auch sehr schön. Schön alltagstauglich. Brauche ich aber auch nicht. Habe ich schon von. Hier hebt sich die Folie. Seht ihr das? Kann man das sehen? Ja. Bestimmt, wo das letztens so warm war. Oh, hier noch mehr. Bestimmt, wo es letztens so warm war, das an der Kleber. Dann machen wir wieder dran drücken. So. Dann ist hier ein Lippi von Ofra drin. Der hier. So ein Lipgloss. Lipgloss? Ja, Lipgloss ist so nicht. So ein Longlasting Liquid Lipstick. Ja. Den brauche ich aber auch nicht. Wobei die Farbe ganz schön ist, aber nee. Auch weiter. Dann ist hier ein Mono drin von Jeffree Star. Welche Farbe ist denn das? Silber? Packe ich erstmal auf einen Vielleicht-Tropfen. So, dann haben wir hier von Rival de Loup die Aqua Lagoon. Die habe ich auch, die ist schön. Die schön, die habe ich auch, die habe ich letztens sogar noch benutzt. Ich glaube, da habe ich auch ein Video zu gemacht, weil mir die Alexa die gewählt hat. Genau. Dann von Bella Pierre. Kennt wahrscheinlich auch jeder, hat mit Sicherheit jeder auch x-tausend Mal. Also ich habe da von dieser Ultra Glow, von dieser Highlighter und Bronzing Palette, ich glaube, ich habe da drei von einem Gebrauch und der Rest ist neu. So sieht die von innen aus. Ist eigentlich ganz schön. Ja. So, da zweimal. Passt auch nicht rein. Dann von Trended Up haben wir hier auch nochmal eine Lidschattenpalette. Mit diesen Farben. Und die gebe ich aber auch weiter. Dann ist hier ein Pröbchen von Cosmetics von der CC Creme. Gebe ich auch hier weiter. Das kann dann wahrscheinlich damit rein. Dann haben wir hier von Alverde einen Primer. Den hier. Gebe ich auch weiter. So, da von hier rein. Ah, passt auch nicht rein. Noch ein Primer oder was willst du? Nee. Tinted Beauty Cream von Essence von der Hello Good Stuff. Nee. Da kommt mit sowas komme ich nicht klar. Noch ein Lippi von. Ja, ist es denn jetzt? Draina, Nina, Mina, keine Ahnung. Hiervon in der Farbe. Darf aber auch weiter. Die 305. Ach ne. Das ist eine Mascara. Lese ich gerade. Ja, gebe ich aber auch weiter. Ach, als Mascara ist das nicht meine Farbe. Und dann haben wir hier noch eine Palette. Nochmal von Revolution. Die Reloaded Fire. Die hier. Darf aber auch weitergehen. So, nächste Box. Die nächste Box ist sowas. Eine Geschenkbox von Douglas. Da haben wir hier ein Peeling und ich würde sagen Bodylotion. Ne? Ja, ein Bodylotion. Gebe ich aber auch wieder in den Karton. So, nächste Box. Das ist auch so schwer. Oh, hier ist viel Kleinzeug drin. So, da haben wir von NYX.
California Bimini. Was bist du, ein Highlighter? Glow Booster. Der ist mir aber zu kühl. Kann man das, könnt ihr das überhaupt noch so erkennen? Ich glaube, ich muss gleich die Ringlichter anmachen, weil irgendwie wird es langsam duster. Ja, hier tue ich da mal mit rein. Und dann haben wir hier von NYX. Ich mache wenigstens schraube schon mal Licht von oben, weil da kommt jetzt gleich die Sonne nämlich rum und die müsste hier gleich nämlich wieder reinscheinen. Aber mir ist hier langsam zu dunkel. Ich mache mal eben das Licht an. Ringlicht habe ich auch noch mit angemacht, weil sonst wurde ich irgendwie so dunkel. So, von NYX. Ja, Soft Matte Metallic Lip Cream. Nee, die ist mir aber zu dunkel. Gefällt mir das Licht jetzt irgendwie noch weniger. Ich muss das auch nochmal anmachen. Moment. Und ich hoffe, ihr hört das Fiepen nicht. Ja, ich hoffe, ihr hört jetzt das Fiepen von den Regenlichtern nicht, weil irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fiepen die immer. So, dann haben wir hier von Essence My Glow Passion Highlighter. So, und Herzchen. Wie erinnert er mich an eine Lidschattenpalette, die ich ja aussortieren wollte? Hier, so sieht er von hinten aus. Darf aber auch weiterziehen. Der passt in das Kästchen damit rein. Dann haben wir hier von Rival Lost Me einen Rouge Powder. In der schicken Farbe. Pink Grapefruit. Nee, den gebe ich auch weiter. Zu pink. So, und dann haben wir hier nochmal von Essence und Miki den Bouncy. Warte mal. Die Schutz, dass es nicht austrocknet, das ist das, glaube ich, ne? Mach ich auch mal einmal ab. Die behalte ich, glaube ich. Den habe ich nämlich damals nicht gekriegt. Nee, tue ich mir da mal. Dann hier von Dusche. Ich glaube, keiner weiß wirklich, wie es ausgesprochen wird. Findet man häufiger in der Glossy Box. Da ist mit Sicherheit diese, ja, diese Palette drin. Die habe ich auch. Genau. Dann haben wir hier von Josephine. Der war letztes Mal doch auch drin. Ganz sicher. Da habe ich beim letzten Mal nämlich geguckt, ob das derselbe ist, den ich auch habe. Und das ist derselbe. Ne? Das ist so ein Lip. Ja, nicht Lipstick, sondern Liquid Lipstick, ja. Und da habe ich genau dieselbe Farbe. Das war, glaube ich, beim letzten Mal auch drin. So, da habe ich schon mal eine Box wieder vollgepackt. Von Alverde. Ein Hautbildverfeinerer. Der hier. Will ich das mal ausprobieren? Stehe ja nicht so auf Naturkosmetik, ne? Ich tue es mit offen vielleicht. Mit hier in meiner Kiste. Ich kann es mir immer noch überlegen. So, dann ist hier von Steve Laurent, da habe ich vorhin aber schon auf dem Bild gesehen, dass, ja, da ist auch mein Herzchen drauf, diese Celebration Edition Palette, die war in irgendeiner Box mal drin. Ja. Mit süßen pinken Farben. Dann hier den Body Blur in Latte. Erstmal sehr dunkel und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, glaube ich. Ja.
Vielleicht sind dann auch noch so ein paar Überbleibsel von Nassi. Das kann natürlich sein. Die ist ja irgendwann mal ausgetreten. Ja, dass sie noch vielleicht von ihr sind. Die Sachen, die hier noch ein bisschen mitwandern. So, dann haben wir hier noch einen Lippi von Lavera. Da ist jetzt gar kein Aufkleber dran, aber den hatte ich nämlich, meine ich, auch mit reingetan. So einen schönen roten. Ja, ich denke, dass meiner das mit Sicherheit einfach nur der Klebi abgegangen. Nehme ich auch mit raus. So, dann haben wir hier ein Kerzenlid. Oder Lid. Ich sag mal Lid dazu. Aber da habe ich auch etliche von. Aber ich glaube, das ist eine andere Größe wie meine, ne? Ich nehme noch einen. Der ist größer. Also wenn ich die jetzt so aneinander halte, ist der gleich groß. Aber hier dieser Ring. Wobei, nein, der Ring geht ja ins Glas und dieses geht aufs Glas. Nein, ist ja doch das gleiche, ist doch die gleiche Größe, ne? Nee, den gebe ich weiter. Oder der echt schön ist so. Ne, so viel Herbst, Winterzeit, ne? Ne, den gebe ich aber weiter. Ne, das ist einfach dafür da, dass Kerzen in Gläsern, also dieser Yankee Candle zum Beispiel, dass die gleichmäßig runterbrennen. Dafür ist das. Ja. So, dann haben wir hier von Garnier die BB Cream. Genau, da hatte ich ja letztes Mal gedacht, das wäre die ja gewesen. Das war ja da, ne? Sonnencreme, glaube ich, beim letzten Mal. Die habe ich früher einmal getragen. Und dieses Medium. Ich hatte die in Hell, in Light. Und die war schon immer recht dunkel. Ja, brauche ich aber auch nicht. Ich trage die heute irgendwie nicht mehr. Und ich hatte die, gibt die ja noch in schmal und ein bisschen höher in der Variante. Dann haben wir hier von Catrice einen Golden Powder. Ja. Mit so schicken Sternchen drauf. Schöne Farbe eigentlich. Nee, gebe ich aber auch weiter. Dann haben wir hier eine Brow Soap von Revolution. Die packe ich gar nicht erst aus. Die sowas benutze ich nicht. Genauso ist hier Brow Lifting Gel Set. Auch das benutze ich nicht. Wenn, benutze ich höchstens so klare. Ja, wie schimpfen sie sich denn? Habe ich hier sowas liegen? Nein. Diese Gels, klar. Ich habe eins in was eingefärbt ist. Das ist aber kein Gel. Und gehe da meistens aber mit diesem klaren Gel nochmal wieder drüber. Oder wenn ich mit dem Augenbrauenstift da entlang gegangen bin. Dann haben wir hier von NYX einen Sleep Tease Lip Lacquer. Ja. Ist aber nicht meine Farbe. Und dann haben wir hier von MAC Hyper Real Glow. Eine Palette. Packe ich die mal einmal aus. Gucken wir uns die mal einmal an. Schöne Farben, aber die nicht benutzen. Weil das eine ist eher wie ein Bronzer und wie ein Blush. Und das mag ich am liebsten immer im Matt. Und dann, ja. Nee, andersrum. Nee, ich würde das nicht benutzen.
rausnehmen. Und nur rausnehmen, weil es Mac ist, tue ich auch nicht. Weiß nicht, irgendwann. Früher war, glaube ich, der Mac halb höher wie heute, kann das sein? Irgendwie hat man früher viel häufiger was von Mac gehört. Heute hört man das gar nicht mehr so oft. Die nächste. Das sind die Pröbchen von der lieben Claudi. Da hatte ich aber schon reingeguckt. Da habe ich mir nämlich so Spatel rausgenommen, so Kunststoffspatel. Einer ist hier noch drin, so ein großer. Ich habe mir die kleinen da rausgenommen, weil irgendwie meine Spatel sind immer alle weg. Und das müsste hier aber auch irgendwo noch liegen, so eine Probe für blondes Haar, so ein Blauspüler quasi. Blauspüler. Mhm. Ja. Ja, so ein Blau-Shampoo und Conditioner. Das geht dann wieder rein. Dann die nächste Box. Das ist auch schwer. Oh, hier ist auch wieder ganz viel Kleinzeug drin. Dann wollen wir noch mal reingucken. Da haben wir hier einmal von Douglas einen Mono. Gucken wir mal. Ne, der ist Schimmer. Also ist kein Matter. Den brauche ich aber nicht. Aber auch wenn der jetzt im Matt gewesen wäre. Weil im Matt habe ich die. Die benutze ich einfach so als ja, Grundierung, wenn mir mal so, wenn ich so eine Farbe nicht in der Palette habe. Dann ist hier nochmal ein Blush von Essence. Auch so ein Pinky. Der geht auch was. In der Kamera wiegt der gar nicht so pink. Da wiegt der rosa. Bei mir ist er mehr pink. Ja. Geht da mal weiter. Dann haben wir hier von Biotherm so ein Pröbchen. Das nehme ich da auch weiter. Dann haben wir hier von Give Them Lala Beauty etwas. The Beach. Einen Lipstick. So sieht der einmal aus. Schauen wir mal einmal rein. Ist aber nicht so meine Farbe. Der ist, ich glaube, mir ein bisschen zu hell. Der, ja, der wird, glaube ich, auf meinen Lippen sich meinem Gesicht, meinem Hautton, glaube ich, sehr ähneln. Dann haben wir hier von Revolution Prime and Look. Was bist du für ein Prime? Die Augen? Ja, ein Eyeshadow Primer. Der hier. Meiner ist nämlich fast leer. Und dieser sieht schon gebraucht oder auf jeden Fall schon im Gebrauch aus. Machen wir den mal einmal auf. Ja, der war schon mal gebraucht. Dann würde ich mir den nämlich rausnehmen. Dann brauche ich nämlich erstmal von den neuen keinen neuen aufmachen. Dann kann ich den ja quasi danach aufmachen. Weil, wie gesagt, meiner ist nämlich fast leer. Dann, oh. Hier ist ein Mono. Den hat es zerrissen. Der ist kaputt. Den lege ich mal da an die Seite. Dann haben wir hier, was bist denn du? Ein Eyeshadow. In einem, ich würde sagen, das ist so ein Eyeshadow Stick. Ja, so ein nudiger Goldton. Den brauche ich aber auch nicht. Von Revolution ein Fixing Spray. Ein Illuminating Fixing Spray. Lege ich mir mal mit auf den vielleicht. Dann haben wir hier von Maybelline ein Velvet Matte Liquid. Der ist mir zu pinky. Dann haben wir von Manakada ein Primer 2.0. Ich hatte von Manakada mal eine Mascara und die fand ich nicht gut. Und den Primer möchte ich jetzt auch nicht haben. Von ich weiß nicht, dieses E-Cooking? Ico. Wie komme ich jetzt auf E-Cooking? Das ist, glaube ich, was anderes, ne? Eine Wassermascara. Eine Wassermascara. Eine Mascara. Wasserfest. Ja. Ich weiß nicht, die ist bestimmt in Blau.
Aber die brauche ich auch nicht. Von NYX haben wir hier nochmal so ein Liquid. Brauche ich aber auch nicht. Ist nicht meine Farbe. Von MASA Magic Finish haben wir ja auch, auch so ein Liquid. Ja, ist glaube ich eher ein Lipgloss. Ist aber auch nicht so ganz meine Farbe. Nein. Dann haben wir einen Brow Definer in welcher Farbe? Medium Braun. Das wird mir zu hell sein. Von Le Splash. Die Palette, die kennen wir doch auch alle. Die habe ich nämlich auch. Huch, da war die Folie. Mit den Farben. Ja. Aber wie gesagt, die habe ich selber auch. Dann Rival To Loop Into the Jungle. Die hier. Die habe ich aber auch. Ich glaube, die habe ich auch doppelt. Ja. Die ist aber nicht von mir reingetan. Das sehe ich hinten nämlich an dem Klebi. Packen wir die mal wieder ein. Dann darf die nämlich auch weitergehen. Dann, der ist noch heile geblieben. Hier ist nochmal ein Mono. Scheint von der gleichen Firma zu sein. Steht jetzt nichts drauf. Utopia. Purple Schimmer, so ein Lila. Gebe ich aber auch weiter. Und hier ist noch einer und den hat es auch zerhauen. Der liegt nämlich auch daneben. Ja, den meine ich nicht auf. Es hat nix. Utopia. Es steht hier nämlich auch hinter Gold. Ja, da unten steht es. Ist von nix. Ist wahrscheinlich ja. Ja, sieht so. Die auch in der Utopia-Palette sind wahrscheinlich die Farben. Dann haben wir hier von Revolution einen, ich würde sagen, das ist ein so ein Lip Liner. Dann haben wir hier Eyebrow Designer von Magic Finish. In Braun. Wird wahrscheinlich zu hell sein. Ich muss nämlich Dark Brown nehmen. Von Essence. Auch so ein Lip Pencil. Meine Farbe. Und ganz ehrlich, ich benutze sie nicht. Dann haben wir hier von, auch von Giffen Lala Beauty. Auch so ein Liner. Von Catrice Velvet Matte. Auf den Mono, den packe ich nämlich ein. Wahrscheinlich sind die nämlich sehr schutzempfindlich. Dann passt das gar nicht mehr. So. Von Douglas, einen in Rot. Von NYX nochmal wieder einer. Das war auch nicht meine Farbe. Dann haben wir hier von Trended Up einen Color Lip Tint. Nee, ich lasse es lieber. Ich habe mir aus dem letzten Wanderpaket auch ein Lip Tint, aber nee, den habe ich Angst vor. Den gebe ich auch wieder weg. Was bist du? Irgendwas von Becker. Aber was bist du? Weiß nicht, könnte so ein Liquid Highlighter vielleicht sein. Ich kann es nicht lesen, es ist mir zu klein. Nur, dass das so Rose Gold ist, gebe ich aber auch erstmal weiter. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, die Kiste auch wieder gut voll. Und dann haben wir hier, in der jetzt sind noch zwei Sachen drin, ja, in Pink, davon habe ich glaube ich einen in Rot und ein Cardholder. Irgendwann hatte ich mir sowas ja auch schon mal gedacht, mir sowas zu holen, aber ich habe mir jetzt so eine Hülle fürs Handy geholt, so. Da habe ich dann auch, habe ich Portemonnaie, Karten, alles so mit drin. Komm ich. Ja. Muss ich nicht so viel mit mir rumschleppen. So, nächste Kiste.
Die hat auch wieder ordentlich Gewicht. So, da haben wir von Revolution eine Palette. Guck mal, die sieht blau aus. Bei mir ist sie lila. Was haben wir denn da drin? Oh. Ja, schöne Farben. Das sind so wieder meine Farben. Die kommen gar nicht so richtig jetzt in der Kamera. Aber schöne Farben. Da brauche ich sie? Also das Lila, das spricht mich ja hier oben an, ne? Ganz besonders. Nein, ich muss dieses Mal, Spaßchen hat da schon so viel liegen. Ich gebe das auch. Was haben wir denn hier? Ein Puder von Laura Mercier. Ein Translucent Puder. Sieht aber auch ein bisschen eingefärbt aus. Also es sieht auch nicht weiß aus. Kann das auch machen? Also es ist nicht schneeweiß. Es ist auch schon offen. Ich lege ich mir auch mal mit einmal mit auf den Fleisch. So. Ja, was haben wir denn da noch für Kleinzeug? So, das habe ich selber auch. Dann haben wir hier. Wahrscheinlich auch irgendwie ein Lip Liner oder für die Augen irgend so ein Liner. Den haben wir hier noch einmal. Dann haben wir hier ein Brow Laminator von L'Oreal. Das ist das, was ich vorhin sagte, was ich benutze. Den lege ich mir auch mal mit auf den vielleicht. IsoClean. Ein Brush Cleaner. Da habe ich jetzt gerade einfach zu viel von. Da habe ich mir nämlich mal ganz viel davon gekauft für dieses Gerät, ne, diesen Behälter. Da habe ich nämlich immer was davon mit reingetan. Und habe dann irgendwann mal gesehen, dass jemand das mit Micellenwasser macht. Micellenwasser ist natürlich wesentlich günstiger wie so diese Pinselreinigungsdinger. Ja, und funktioniert genauso gut. Von daher darf das auch erstmal weitergehen. Dann haben wir hier Self-Tan Mousse. Das lasse ich doch schön fein drin. Das lege ich hier wieder rein. Hier ist was Pro White. So ein Zahnweiß-Ding. Die Dinger machen mir Angst. Das möchte ich nicht. Hier haben wir ein Eyeliner in Braun, den brauche ich aber auch nicht. Ja, irgendwas für Parfüms. Wahrscheinlich diese Parfüms, die man so. Ist das so ein Abo, wo man dann nur so Glasfiolen kriegt, die man immer wieder in so ein Gerät, nicht Gerät, sondern so eine, ja, so ein Ding reinstecken kann und wo man dann immer da Parfüm wechseln kann. Ist das da vielleicht für? Ich weiß es nicht. Ja, ne. Irgendwas für Parfüms auf jeden Fall. Brauche ich nicht. Und dann haben wir hier noch eine Aloe Vera Maske. Da muss ich mal gucken, weil hier ist nämlich jetzt auch kein Klebi drauf, ob die von mir war. Ne, da oben steht nämlich, hab dich lieb. Das war bei mir nämlich nicht drauf. Okay. Und dann haben wir hier noch was. So, hier ist noch was gut eingepacktes. Schön am Glänzen von Becker. Vom Becker haben wir hier was drin. Ja. Das. Ja, gebe ich aber auch weiter. Spricht mich irgendwie auch nicht an. Sind wahrscheinlich alles Highlighter. Wobei der in der Mitte schon interessant ist, aber. Wenn, würde ich den nur aufs Auge geben und geben. Das wäre Quatsch. Packe ich wieder gut ein. So.
Die nächste Goodiebox. Ja, was haben wir denn da? Ich sehe was von Just Spices. Was haben wir denn da? Karottcake-Mix, nee. Nö, das brauche ich nicht. Das gebe ich auch weiter. Schade. Ich mag ja die Stullenspices total gerne. So, was haben wir denn hier? Von der Clear Idea Reihe. Ein Hydro Volume Lip Plumper. Nein, danke. Von Symbiosis London. Ich glaube, das habe ich selber auch. Weiter. Dann hier diese Baumwollhandschuhe. Brauche ich noch nicht. Von Ahuhu, ein Arganöl. Nee. Einen Nagellack. Instant Perfect. Aber die Farbe, da habe ich auch schon. Seht ihr gar nicht richtig, ne? Das ist schon so ein. Ist vielleicht jetzt ein bisschen was. So ein rosa. Brauche ich aber auch nicht. Hier haben wir nochmal was von Fenty Beauty. Einen Blush Stick. Letztes Mal waren, glaube ich, war das mit in diesem Paket. Da waren ja auch so viele Blush drin, die dann so einen goldenen Schimmer noch haben. Ich finde die aber echt schön und der hat das nämlich auch. Ich tue es mal mit auf vielleicht. Ich will das immer einfach mal testen. Ich nehme ja eigentlich, an Blushes habe ich ja eigentlich lieber alles immer in im Totmatt. Ja. Lacombe haben wir hier auch irgendwie was. Das gebe ich auch weiter. Dann Model & Co. Highlighting Shimmer Rip. Das bocke ich jetzt aber auch nicht aus. Das wird wahrscheinlich irgendwas Flüssiges sein. Ich packe es dann doch auf. Ja. Ja. Das brauche ich aber auch nicht. So, den Puffin Puff Puff, der war auch von mir. Dann haben wir hier so einen Stein. Den brauche ich aber auch nicht. So. Von Floss haben wir hier zwei Sachen drin. Brighten Up. Beides dasselbe. Ja, beides dasselbe. Da packe ich mal eins da rein und dann gucken wir uns das andere mal einmal an. Was du überhaupt bist. Ich weiß nicht, was du bist, sondern wie du bist, was du, wie du aussiehst. Ein Highlight. Das ist eigentlich eine schöne Farbe. Ja, die sieht natürlich jetzt bei euch ein bisschen kalt weiß aus, aber es hat eher so einen Champagnerton. Kommt mal mit auf den vielleicht. Und hier haben wir ja, Clean ID transparentes Brow Fixing Gel genommen. Nö. Aber ich habe mir das ja von L'Oreal vorhin schon rausgesucht. So, mittlerweile sind schon zwei leere Kisten hier. Dann haben wir hier. Dann hier klebt noch irgendwas, das tue ich mal alles weiter. So, von Phyto Paris. Irgendwelche Ampullen. Fülle Volumenglanz, wachstumsförderndes Anti-Haarausfall, eine Anti-Haarausfallkur mit Ginkgo Biloba irgendwas und nee, da bin ich. Ich glaube zu faul für. So, das ist ein Täschchen, das hatte ich mit reingetan. Gucken wir mal, ob die Sachen, die ich da reingetan habe, da drin sind.
Da sind Goodies drin. Da haben wir hier einmal. Von der Klammer würde ich sagen, ist das von Steffi bestimmt. Eine blaue Klammer. Für jeden einen Riegel. Liebe Grüße, Steffi. Ja. Das geht mal einmal rein. Was zu mampfen. Finde ich gut. Oh, das ist so Eiweißriegel. Oh, habe ich hier zwei zur Auswahl. Ne? Muss ich mal eine Mine Miste machen. Ich sag die. Also entweder mit Salted Cashew Karamell oder was mit einem cremigen Kern. Cookies and Cream. Ich nehme die mit dem Salted Cashew Karamell. Danke, Steffi. Ich nehme mal direkt eine Seite. Dann Duftproben. So, dufte Grüße aus der Heide. Nehmt euch gerne eins raus. Sabrina. Da haben wir sie ist nicht mein Duft. Good Girl. Ein Blush. Calvin Klein. Everyone. Und Narciso Rodriguez. Ich glaube, ich nehme Narciso Rodriguez raus. Dankeschön. So, die nächste Tüte. Da sind Masken drin. Und zwar für jede eine der tollen Masken. Fühlt euch gedrückt. Liebe Grüße, Melli. Da sind jetzt noch zwei von Denier Poda, von der Rescue Moment. Super schöne Maske. Die habe ich selber nämlich auch mal gehabt. Die ist toll. Dankeschön. Vor allem, da ist voll viel Serum drin. Die habe ich mehrmals benutzt. Und dann das restliche Serum dann noch mir an der Seite gelegt. Hm, toll. Und ja, da ist noch eine Maske, eine. Die sind von mir, eine Gesichtsmaske, eine Augenfettmaske, weil wir hatten ja noch eine mehr mit dabei, die ist aber vorher ausgeschieden. Genau. Ja. Das kam von mir zurück. Ich würde sagen, ich packe die Goodies da einfach wieder rein. Ne? Das war dann gut zum Füllen. Das Täschchen. Ja. So. Würde ich sagen. Mache ich dazu. Packe ich meine nachher auch noch mit rein. Die nächsten. So, dann hatten wir hier noch so eine Tasche. Ja, das ist ja, da kannst du deine Sachen so da reinlegen und dann mit so einem Band zuziehen. Dann hast du da so ein Beutelchen. Also ich kenne das von Lego, also schon so, ja, wo man, wenn Kinder da mit Lego spielen, dass sie dann auch so einen Teppich, den man dahinter so ziehen kann, dass man die Lego-Dinger nicht überall rumfliegen hat. So, dann haben wir hier noch eine Palette noch eingepackte von BH Cosmetics. Opal Sketch. An sich schön. Aber ich glaube, die wird mich so ein bisschen überfordern, weil hier sehr viele, sehr ähnliche Farben drin sind. Und eigentlich nur hier so die paar, die so ein bisschen ja da rausstechen. Und alle anderen sind doch ein bisschen sehr ähnlich, ne? Ja. Aber wenn man die dann so nur so. Wenn man das so weghält, hast du da eigentlich nur braun und gold. Nee. Die gebe ich auch weiter. Passt die da nicht rein? Nee, wo? Oh, die passt in so eine Box nicht rein? Nee. Die war nämlich in keiner Box. Die lachen mich so. Okay.
So, von den Goodie-Boxen war es jetzt das letzte und auch von dem, was so rumlag. Aber hier war noch eine weitere Kiste. Da wollen wir doch auch mal reingucken. Da sind drin. Do-Nails. Do-Nails, die brauche ich nicht. Habe ich doch auch mal weiter. Dann haben wir einen Kamm. Sieht auch gerne aus. Kamm. Ja, ein Kamm. Habe ich aber auch nicht. Der kommt hier gleich wieder mit rein, weil der passt auch in die andere nicht rein. Dann haben wir hier von Rival Last Me eine Palette. Diese Oriental Flames. Die brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir nochmal Kaltwachsstreifen. Die sind auch von mir. Dann haben wir hier vom Mahina Club Purelay Schmuck drin. Goldschmuck. Kette. Mit so einem Stein. Ja. Das sieht aus. Und hier, was haben wir da noch drin? Also da war noch so ein Säckchen mit drin. Als Armkettchen. Ist eigentlich ganz schön. Ich habe sonst immer Silber früher getragen. Im Moment trage ich ja nicht wirklich viel Schmuck. Seltener finde ich aber schön. Die gehe ich auch mal auf vielleicht Haufen. Das überlege ich mir mal. Und von Bella Pierre die Ultimate Nude Eyeshadow Palette. Und die hat auch schöne Farben. Seht ihr gar nicht, ne? Die ist eigentlich auch recht schön. Die ist zwar groß, aber schön. Die lege ich mir auch mit auf, vielleicht. Zack. So, ja, und das war das letzte Produkt. Ich gehe jetzt mal in mich, was ich mir aus dem vielleicht rausnehme. Gucke, was ich dafür ersetzen kann. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Jawohl. Also, bis gleich. So, ich habe gewählt. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das, was ich wieder zurück ins Paket gebe. So, nehme ich mir die Kiste einmal. Da, ich habe mich dann doch gegen das Badekissen entschieden. Das nehme ich hier wieder mit rein. Ich habe mich auch gegen Beauty Bay, gegen die Maske habe ich mich auch entschieden. Genauso von Jeffree Star den Mono gebe ich auch weiter. Ja, Alverde. Ich habe ja noch gesagt, Naturkosmetik und ich. Ja, wir sind nicht so unbedingt immer Best Friends. Gebe ich auch weiter. Genauso von Lotti London das Puder. Tue ich auch wieder rein. Ich habe ja auch noch andere Puder rausgesucht und ja, und habe dann gedacht, dann gibst du dann doch erstmal lieber das von Lotti London wieder zurück. So, jetzt zeige ich euch die Dinge, die ich behalte. Und zwar, da ist dann hier einmal von She Glam diese Lidschattenpalette von Bella Pierre. Die Lidschattenpalette von Revolution, das Fixing Spray von Laura Mercier, das Puder von Floss, den Highlighter von Benefit, den Blush
von NYX, das Puder, von Fenty Beauty den Blush, dann von Revolution den Primer, den Lidschatten Primer, von L'Oreal die Brow, den Brow Laminator, dann von Maybelline die Foundation, die passt nämlich, von Essence die Mickey Mouse und vom Mahina Club den Schmuck behalte ich. Ja, genau. So, und das Paket geht jetzt an Melli. Genau. Und ja, ich würde sagen, ich habe genug gesabbelt. Das Video ist, glaube ich, jetzt auch echt lang geworden. Das Paket ist auch riesig, riesig geworden. Und ja, jetzt schaue ich mal. Jetzt schaue ich mal, dass ich alles wieder verpackt kriege, weil das Paket ist auch nicht mehr das Beste. Ich gucke mal, ob ich einen passenden Karton noch finde. Ja, dann will ich die Mädels gleich noch anschreiben, weil die Lidschatten, die haben es ja auch hinter sich gebracht. Ja, genau. So. Ich verabschiede mich. Sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.